Hallo, heute einen kleinen Exkurs in Fremdsprachen. Heute Kölsch. Beschränken wir uns auf das, was ich hier mache. Und zwar das Vorlesen. In Kölsch heißt das, ich tun ich jetzt fürlese. Tätig das ganz frei verzelle, dann wäre eine Verzell. Auf anderswo als Köln heißt das, ich lese euch etwas vor, würde ich es frei vortragen, dann wäre es eine Erzählung. Ich wollte jetzt gar nicht mit so komplizierten Vokabeln anfangen, wie Bangendresser oder so, ne? Angsthase. Herr, als Bettlermönch verkleidet, ging ich die Wege entlang dem Hauptquartier der Schweden zu, aber mitunter setzte ich das Wirtshausmädel aufs Knie und die Kanne auf die Tischkante. Und wenn ich dann hinunterschaute und die Zehen aus meinem zerrissenen Schuh herausgucken sah, dachte ich, bei mir, das ist Mazeppas Gesandter. Na, wie fandest du den Stutzer? Den Stutzer? Natürlich, der Schweden Majestät, König Karol. Glaubst du nicht, dass er gerade so viel mit seinen verrußten Lumpen prahlt, wie irgendein französischer Riechwasserprinz mit seinen seidenen Strümpfen? Und er besitzt diesen wunderlich nordischen Leichtsinn, der immerfort mit der Reitpeitsche knallt und ruft, bah, das ist gar nichts, schadet nichts. Er hat nie ein Unglück länger als eine Nacht betrauern können. Das ist das Geheimnis seiner Kraft gewesen. Wehe ihm und seinem Schicksal, wenn er einmal Nacht für Nacht schlaflos dasitzt. Ich bin neugierig, ihn zu sehen. Ich sehne mich danach. Aber so sprich doch. Erst fand ich ihn in Perücke und Rüstung auf dem Halstuch oder der Schürze des Wirtshausmädels oder auf dem Glas, aus dem ich trank, oder auf der Mehlspeise, von der ich aß, und auf den Tischdecken und Truhendeckeln und Tabakdosen und Marktbuden. Niemand sprach von etwas anderem als von ihm, und die Kinder stellten sich auf und spielten schwedischen Gottesdienst. Die alten Bauern nannten ihn den von Gott selbst erkorenen Schwertpapst der Protestanten und nahmen dabei die Hüte ab. Naja, aber wie fandest du ihn selbst, als du zum Hauptquartier kamst? Ich warne dich, ich prophezeie Missgeschick, ich sah die Vorzeichen, ich fand ihn aufgeblasen und hochmütig. Wie ein großer Charakter, welcher die Welt zu verkennen beginnt. Marlborough verließ nach der Audienz in Sachsen sein Lager mit einem Achselzucken, und die Souveräne fangen an, ihn hinter seinem Rücken auszulachen. Seine Generalräte sind ermüdet. Er ist ein Pöbelheld geworden, meinst du? Was dann? Einen solchen Mann brauche ich, um die wilden Horden zu sammeln. Und wenn du mir nicht versicherst, dass du ihn hast speisen und trinken sehen, kann ich nicht glauben, dass er ein lebender Mensch ist. Dann muss ich sagen, der Schweden junger Fürst fiel im Siegestaumel bei Narva, aber sein Schatten reitet weiterhin vor den Truppen einher und der Schnee fällt und fällt und die Trommeln wirbeln und rollen und die sich lichtenden Bataillone wissen nicht und verstehen nicht, wohin er sie führt. Wenn die Feinde ihn mitten im Pulverrauch schießen und er merkt nicht, dass er mitunter Leute niedermäht, die sich anschicken, auf die Knie zu fallen, besoldete Meuchelmörder werfen die Waffe weg bei seinem Anblick und geben sich selbst zu erkennen, und er lässt sie unbestraft von dannen gehen. Rede nicht zu ihm von Staaten und Traktaten. Er kämpft nicht um Eigentümer wie die Menschen. Er führt Gottes Schwert, um zu rächen und zu belohnen. Was verlangte er neulich beim Friedensschluss als Siegerlohn? Geld? Land? Von Österreich verlangte er einen Kammerherrn, der ihn an der Tafel verleumdet hatte, und einen Schwarm russischer Soldaten, die dorthin über die Grenze geflohen waren. Bei Gewissensfreiheit für die Protestanten. Und von Preußen forderte er Gefängnis für einen Obersten, der dem Zaren Ratschläge gegeben hatte, und Landesverweisung für einen Schreiber, der seine Forderung gegen die Pietisten belachte. Von Sachsen forderte er Patkul und alle schwedischen Überläufer, aber Freiheit für den Prinzen Sobieski und alle Sachsen, die zu den Schweden übergegangen waren.
König August selbst zwang er, die alten polnischen Regalien in einen Samtkoffer einzupacken und sie dem König Stanislaus zu schicken. Nachdem er jetzt König August in Polen abgesetzt hat, will er den Zaren absetzen oder ihn zum Zweikampf fordern. Aber ihre Kronen und Regierungsgeschäfte will er nicht einmal als Geschenk entgegennehmen. Seit dem Altertum hat kein seltsamerer Mann ein Schwert oder ein Zepter geführt. Mazeppa hatte, während er redete, so fest um den einen Bettpfosten gegriffen, dass die Federbüsche des seidenen Himmels wackelten, aber der Pfarrer hob drei Finger und antwortete: Ich habe dich gewarnt. Alles, was er anrührt, weiht er dem Elend und dem Tod, aber er ist der Schutzpatron der Abenteurer. Er hat dem Abenteurer Standhaftigkeit und Größe verliehen. Auch du, Herr, bist ein Abenteurer, und ich selbst bin der schlimmste Abenteurer von euch allen. Deshalb will ich mich fügen. Er ließ die Hand sinken und näherte mit unehrerbietiger Vertraulichkeit: Du Iwan Stefanowitsch, hat es dich jemals gewundert, dass ich meine Wege gerade zu deinem Tor lenkte? Du wurdest von deinem Bischofsstuhl heruntergejagt wegen deiner Untreue und deiner Streiche. Zunächst galt es einer kleinen Dieberei von geringer Bedeutung. Am Ikonostas saßen ein paar Smaragde, die du durch Glasstücke ersetztest und in aller Stille verkauftest, um etwas behaglicher und eines Dieners der Kirche würdiger leben zu können. Lass uns nicht mehr davon reden. So höre ich von Mazeppa, dem früheren Pagen am Hofe Johann Kasimirs, der in seiner Puderbrücke den verführerischen Geschlecht so lange den Hof machte, bis ein eifersüchtiger Ehemann ihn schließlich nackend auf einem Pferderücken band und ihn in die Wildnis jagte. Und dort begründete er seine Abenteuergewalt. Sankt Andreas, schütze dich, Mazeppa. Ich brauche einen kleineren Herrn, der sich schämte, einen guten Kopf abzuhauen und der mich in Ruhe meinen Griechen und meinen Machiavelli lesen ließ. Und dem ich sagen konnte: Top, mein Alter, das Ganze ist ein Schattenspiel, auch dass du der Herr bist und ich der Diener. Deshalb ging ich zu dir, aber das Abenteuerblut kann nicht sitzen. Und es ist deines wassergemischten Weines überdrüssig, denn du bist ein großer Geizhals. Mazeppa und Sintemalen, du jetzt an einem großen Geldgeschäft in Musketenkugeln grübelst, folge ich dir. Und Sintemalen, der schwedische König nicht länger auf seine Generale hört und nicht auf die kniefälligen Briefe seiner Großmutter und seines Volkes, und weil der gefährlichsten Wege hierher geht, will er dein Anerbieten wegen des Bundes annehmen. Mit dir und deinen Kosaken will er gegen deinen Herrn ziehen. Hier sind die Papiere. Der Pfarrer schüttelte seinen Talar ab und stand im Kosakenuniform mit Pistolen am Gürtel da. Aus der Brust zog er einige zusammengefaltete Papiere hervor. Mazeppa erbleichte und nahm sie und hielt sie lange an seinen Mund gepresst, während er die Stirne senkte und sich verbeugte, wie vor einem unsichtbaren Heiligenbild. Die Trommeln, stammelte er erregt. Aber als der Pfarrer zur Tür gelangt war, hielt er ihn zurück. Nein, lass die Trommeln, nicht vor morgen rühren. Darauf ging er an einen einfachen Holztisch in einem kleinen Nebenzimmer und setzte sich über seine Rechnungsbücher. Er ließ seine Vögte versammeln und rechnete und schrieb größerer Sparsamkeit in der Milchkammer vor. Halb ein lustiger Raubritter und halb ein gelehrter, aber sparsamer Gutsbesitzer, überwachte er schließlich das Packen seiner vielen Koffer und Kisten. Mitunter bückte er sich selbst und half mit. Zu allerletzt zog er am nächsten Morgen eine altmodische und sehr schmucke Kosakentracht an. Hitzig und eifrig sprang er vom Stuhl, sobald er sich gesetzt hatte, aber vor dem Spiegel blieb er wohl eine ganze halbe Stunde stehen und fuhr sich dann und wann mit seinen kleinen, feinen Händen durch den Bart. Erst als er die Musik hörte, stieg er in den Sattel und hielt beständig seinen Schweißfuchs im Galopp. Als er nach einiger Zeit zu den Schweden gelangt war und eines Morgens bei Schneegestöber im Gefolge des Königs ritt, ereignete es sich, dass der Pfarrer wie von ungefähr das Pferd an seiner Seite anhielt. Ringsum zogen die Truppen vorbei, mit Schmutz überspritzt und zugedeckten Waffen und Kanonen, damit sie nicht rosten sollten. Die Trosswagen rasselten mit ihrer Last von Proviantsäcken und kranken mitunter auch mit einem verhüllten Sarg.
Zuhinterst wurden Herden von zusammengetriebenen Vieh geführt. Betrunkene Saprogoger, galoppierende Kosaken und eifrig trommelnde polnische Walachen ritten in grünen und roten Mänteln und mit hohen Messinghelmen, an denen Schellen klingelten. Einige schwangen mit Toddeln verzierte Piken und Bogen oder lange Feuersteinbüchsen mit Silber und Elfenbein eingelegt. Andere spielten auf sonderbar klagenden Holzpfeifen. Es war ein bunter Märchenzug, der auf ungebahnten und unbekannten Wegen über gefrorene Sümpfe und unter beschneiten Tannen gegen das rätselhafte Morgenland zog.